Als Sozialarbeiter arbeite ich am Sozialen und suche, finde und erfinde xerokratische Aktionsformen. Worauf schaue ich jetzt? Na, also eben, es geht ja um Macht, Herrschaft, Schichtung, Legitimation, Durchsetzung. Und jetzt kann ich sagen, okay, bei der Durchsetzung, dann genügt es mir schon einmal zu schauen, kommt es zur Gewalt. Dann ist es schon mal vorbei. Hä? Also geht gar nicht. Gewalt geht nicht. Bei der Legitimation, da muss es transparent und nachvollziehbar sein. Das ist auch im wissenschaftlichen Kontext vom Wissenschaften die Referenz. Ist es nachvollziehbar? Ist es transparent? Ob es der Herr Professor Doktor gesagt hat, ist völlig egal. Uns interessiert, wie ist er drauf gekommen? Wie hat er das konstruiert? Wie geht das? Ne? Also kann das auch anonym publizieren. Es geht ums Argument. Ich schaue nur aufs Argument. Also Legitimation. Bei der Schichtung, naja, Creative Commons. Copyright, sagt doch schon das Wort, ist das Right to Copy. Und bei der Herrschaft, na eben, also es soll keine Hierarchie geben. Es gibt immer Hierarchien, aber sie sollen sich nicht verkrusten. Es soll Rotation möglich sein. Einmal bist du der Chef, dann wieder ich. Rotation ist hier ein wichtiges Kriterium oder eben verkrusten gefällt mir eigentlich noch ganz gut. So, also gut, und jetzt habe ich ja noch gesagt, es gibt Beispiele dafür, gell? Ja, wenn du meine Arbeit verfolgst, weißt du natürlich, dass mein Paradebeispiel Wikipedia ist. 2001, 2, 3, 4, 5, so. Das ist natürlich stark zerfallen, aber bei Wikidata könnte ich das immer noch zeigen. Du findest den Text in der NZZ, in meinem Blog etc. etc. Und das ist schon spannend, dass eben die guten Beispiele von xerokratischen Aktionsformen im Internet sind. Eben weil halt dann Copy-Paste und Creative Commons und so, das alles so einfach. So. Aber deshalb experimentiere ich jetzt auch in diesen anderen, also Critical Mass habe ich kennengelernt, Koffermarkt lerne ich jetzt kennen, Kreisflow, mir hat mich sehr beeindruckt in Zürich und jetzt kommt natürlich eben dieses Experiment hier und die Jahresexperimente, die ich ja mache, Paul Watzlawick, Stanislav Lem, Katharina von Zimmern, was dann später hier kommt. Also so, ich versuche nun also das, was ich da gelernt habe im Internet auch rüberzubringen und davon erzähle ich dir fast täglich, wenn du die Playlist auf wikidienstag.ch anschaust. Ja, das ist kein Präsentieren, das ist alles so im halbfertigen Zustand, aber vielleicht hast du trotzdem Spaß. Hey,